Nee, ich habe einfach nur ein paar Fragen zu den Jugendlichen, ja. Weil wie gesagt, ich bin 16 Jahre alt. Und die Jugendlichen, wir haben das Thema auch gerade im Profi und wir haben halt festgestellt, dass sie nicht zu Jugendliche ist. Weil sie ja unbedingt Bürgermeisterin werden wollen, würde ich halt mal fragen, was sie denn für Jugendliche machen würden, dass es angenehmer wird und schöner wird, dass wir auch mal was hier haben, ja, wo wir hingehen können, wo man was machen kann zusammen, halt jetzt abgesehen von Corona, aber wenn es zum Beispiel jetzt nicht wäre oder vorbei ist, was sie dafür, wie sie sich einsetzen würden dafür. Ja, absolut wichtiges Thema. Also ich habe das auch schon die letzten Jahre immer in meinen Haushaltsreden angesprochen, dass wir jetzt auch mal den Augenmerk auf die Jugendlichen legen müssen in unserer Stadt, weil wir eigentlich außer den Ferienspielen, die jetzt für die jüngeren Generationen auch eher ist, und auch den Skaterpark eigentlich nichts für die Jugendlichen haben. Und schon gar nicht ab, sage ich mal so, naja, von 12 bis 18 eigentlich gar nichts haben. Ja. Und darüber hinaus auch keine Möglichkeit. Genau. Wir haben jetzt seit letztem Jahr die Stelle eines Jugendpflegers eingestellt im Haushaltsplan. Und der soll auch jetzt in den nächsten Monaten hoffentlich besetzt werden. Das ist eigentlich der wichtige und richtige Schritt, dass wir mal konsequent an das Thema rangehen. Der dann auch mal mit den Jugendlichen auch Jugendarbeit machen kann vor Ort. Die auch mal einladen kann zu Workshops etc., um einfach mal zu besprechen, wo brennt es denn, wo sind die Themen, was wünschen sich auch die Jugendlichen. Ja. Das ist für mich ganz, ganz wichtig, dass wir jetzt nicht irgendwas Politisches machen, was eigentlich gar nicht gewünscht ist von den Jugendlichen, sondern dass wir gegebenenfalls Räume schaffen, im Club zum Beispiel oder auch irgendeine Aufenthaltsmöglichkeit, wo die Jugendlichen sich aufhalten können, außerhalb natürlich den Räumlichkeiten hier in der Stadt, ja, das sind Schulzentrum, das darf man nicht vergessen. Hier halten sich ziemlich viele Jugendliche auf, auch aus anderen Städten im Odenwaldkreis. Und deswegen ist das ein Thema, da müssen wir wirklich rangehen. Ja, genau. Nee, bei uns ist es halt so, viele Jugendliche beschweren sich, ich krieg das ja mit, dass hier kein Jugendzentrum ist, hier ist nichts, wo man hingehen kann. Zum Beispiel früher hatten unsere Eltern ja noch eine Disco oder was weiß ich, wo man einfach zusammenkommen kann, neue Leute kennenlernen kann, reden kann. Und das fehlt ein bisschen jetzt einfach. Ab und ja, genau. Also kein 16-, 17-Jähriger möchte Samstag oder Freitagsabend mit Mami und Papi auf der Couch sondern er möchte ja auch jugendlicher sein und rausgehen. Vor allem hier ist halt das Problem, hier ist es ja nicht. Und deshalb, jetzt, wir haben es einfacher, wir haben ein Hessen-Ticket, aber manche haben das auch nicht. Und wir fahren dann zum Beispiel im Sommer sehr oft nach Frankfurt, Darmstadt oder so, weil da mehr ist, aber hier ist es ja nicht. Ja, absolut, ja. Ja. Und wir müssen hier eine Perspektive bieten, ganz klar. Also auch im Verbund mit den Jugendpflegern, zum Beispiel von Höchst oder auch von Erbach, da müssen wir zusammenarbeiten, weil eine Jugendpflegerstelle macht ja nicht sozusagen vor der Stadtgrenze Halt. Aber wir müssen was entwickeln. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass wir Räume entwickeln hier in der Stadt, also ein Begegnungsraum, also klingt jetzt ein bisschen abgedroschen, aber einfach ein Raum, ob das ein Club ist, ob das einfach nur ein Aufenthaltsort ist, der mit den Jugendlichen zusammengestaltet wird, wo man sich austauschen kann, wo man sozusagen draußen auch sitzen kann im Sommer, ja, der zentral ist, der gut erreichbar ist auch für die Jugendlichen. Das kommt ja auch auf ÖPNV-Anbindungen an. Also es ist ja nicht so, dass wir das irgendwo ganz außerhalb legen können, wo man gar nicht hinkommt, sondern das muss ja schon irgendwo zentrumsnah sein. Ja. Und dass wir den Jugendlichen was bieten. Ja, ich glaube auch viele Jugendlichen würden sie da unterstützen, wenn sie halt sagen würden, ich will das machen. Aber das geht nur, wenn zum Beispiel Unterschriften gesammelt werden oder wenn die Jugendlichen da wirklich auch Bock drauf haben und dann darauf hingehen. Und Jugendliche würden wahrscheinlich auch dafür Geld bezahlen, dass es auch da bleibt. Zum Beispiel, keine Ahnung, nicht hoher Betrag, aber halt ein bisschen was. Und ich glaube, das würden den Jugendlichen hier schon gut tun. So, meine Mutter meint halt, es hat sich hier noch nie was gehalten, weil die Jugendlichen das halt meistens als asozialen Platz dann ausnutzen. Ne? Mit Drogen und Alkohol und halt komplett übertreiben und irgendwas kaputt machen. Aber ich glaube, da gibt es auch viele vernünftige Jugendlichen, denen es wirklich gut tun würde, wenn die halt mal hier wegkommen oder halt einfach neue Leute treffen. Ja. Aber da kann man ja auch dann entgegenwirken, wenn man wirklich diesen Jugendpfleger auch als Institution hat in der Stadt, der mit den Jugendlichen zusammenarbeitet, mit denen spricht, mit denen redet und dass das halt wirklich ein Begegnungsort für alle Jugendlichen wird. Genau, ne? Das ist ganz wichtig. Ich glaube, da sind wir uns auch überein, dass wir da wirklich dranbleiben müssen. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir den Jugendpfleger auch jetzt haben und dass wir das gemeinsam mit ihnen dann entwickeln können, diese Aufgabe. Ja, und ich hätte dann noch eine Frage. Also, viele Jugendlichen, also in meinem Alter, haben sich schon, also die sind
voll dafür, was sie machen. Die verfolgen sie auch, weil sie Instagram und so haben. Und das heißt, ich habe noch nie was von einer Bürgermeisterwahl irgendwas mitbekommen. Durch sie jetzt erst, ich folge ihnen auch, dass ich halt was verfolgen kann. Und das finde ich echt gut, dass sie sich da anstellen. Dass sie halt auf Social Media sind. Genau. So genau, dass man auch was davon mitbekommt als Jugendlicher. Aber viele haben halt auch kritisiert, dass sie nicht auf Nachrichten antworten, wenn sie zum Beispiel Fragen haben oder generell so, dass sie sich da einfach ein bisschen mehr Mühe geben. Weil ich glaube schon, dass viele sie als Bürgermeisterin haben wollen, aber dass dieser Punkt mit dem nicht antworten auf Fragen noch fehlt. Ja. Weil zum Beispiel, wir sitzen ja nicht jeden Tag hier, dass man einfach zu ihnen kommen könnte und einfach so, ich hätte da mal eine Frage. So, ja. Deshalb, das wäre vielleicht noch ganz gut, ja. Also, zum einen, ich bin für jeden ansprechbar, für jeden Bürger. Ich habe auch meine Karte rausgegeben, meine Ansprechbarkarte, dass sie mich jederzeit anrufen können und dass ich auch die digitale Variante auch sehr gerne nutze. Oder im kleinen Rahmen, so wie wir das jetzt machen, einfach mal den Kontakt suchen und auch mit denen reden. Das Problem mit den Fragen, ich antworte auch auf E-Mails, auf jede Frage, auf alles, was kommt, auch bei den sozialen Medien. Was ich allerdings nicht mache, und das ist in dieser Facebook-Gruppe, die sich gegründet hat, und ich glaube, darauf zielt ja die Frage auf, dass ich antworte da auf Fragen, auf sachlich gestellte Fragen, das ist der Punkt. Allerdings ist es natürlich auch so, dass da sehr schnell auch man in die Ecke gestellt wird. Ja. Und man muss sich auch als Person ein Stück weit abgrenzen. Das ja, geht genau. Zu einer gewissen Grundlage geht das, aber wenn das wirklich in eine Ecke gestellt wird, wo man sagt, okay, da wird es jetzt auch kritisch, also auch als Person kritisch, da bin ich raus. Also man kann mit mir sachlich reden, man kann mit mir über alles diskutieren, auf einer sachlichen Ebene, aber solange es dann persönlich wird und man wirklich als Person angegriffen wird, ob das die Gesinnung ist, die Ideologie etc. pp., da verwehre ich mich wirklich dagegen. Ja, weil ich fordere nämlich einen sachlichen Dialog mit allen Bürgern und die können mich zu jeder Sache fragen und die können mich auch jederzeit ansprechen. Okay, überhaupt kein Thema. Das war eigentlich, also Facebook benutze ich jetzt nicht, aber das hat sich wirklich darauf bezogen, aber das kann ich komplett nachvollziehen, wenn sie darauf nicht antworten wollen, weil das wäre mir auch zu doof, auf persönliche Sachen einzugehen, sondern eher, dass man dabei bleibt, wo es eigentlich drum geht. Ja, ich meine, man kann ja wirklich über gewisse Dinge reden, da gibt es auch mal den einen und den anderen Punkt, also den negativen Punkt, den positiven Punkt, da gibt es die eine Aussage, die andere Aussage, aber es darf halt nicht persönlich werden. Das ist mein Ansatz, weil ich möchte ein respektvolles Miteinander auch in dieser Stadt. Das ist mir total wichtig, dass wir miteinander konstruktiv arbeiten und nicht dekonstruktiv, sondern dass wir gleich sozusagen eine Person in die Ecke stellen, schon mit einer Unterstellung in den Thematiken, in den Fragestellungen. Das finde ich, das ist der falsche Weg, sondern wir müssen wirklich konstruktiv miteinander arbeiten und ich beantworte sehr gerne jede Frage. Nur wie gesagt, auf solche Fragestellungen, da bin ich halt wirklich, da muss man auch sagen, da ist eine Grenze, wo man sagt, nee, die übertrete ich jetzt nicht an der Stelle. Kann ich auch nachvollziehen. Also ja, aber das war es auch schon. Das waren zwei Fragen und die wollte ich sehr schön. Die haben sie auch gut beantwortet. Also ja, danke schön. Würdest du gerne mal sagen, wie du heißt und wie alt du bist? Ich heiße Finja Barner und ich bin 16 Jahre alt.